Dornstrauchsucherin. Okay, und könnt ihr es schon sehen? Könnt ihr es schon sehen? Man kann sagen, was man will. Manche Leute sind Glückspilze, andere Leute kriegen den Hals nicht voll. Daniel ist scheinbar beides. Ich lege hier nicht umsonst die Sleeves extra bereit. Weil das, was er bei uns im Discord an Fotos gezeigt hat, gerade bezüglich Flesh and Blood, Tales of Aria First Editions, lässt darauf schließen, dass er Fortuna herausfordert, weil besser als seine Flesh and Blood Pulse geht's schon nicht mehr. Ich sag nur mal, Fable wurde gezogen. Ja, und jetzt möchte er auch Renin 7 und das Meathook Massacre, die Karten, die gerade abgehen. Und bei seinem Glück, denke ich, auch ein Snapcaster Mage aus der Liste sollte auch drin sein. Wie immer mache ich es gerne auf und mal schauen, was wir hier einfach finden. Also ich bin gespannt. Wir haben ja das Set Bundle schon gesehen. Ich nenne es mal Set Bundle, weil das jetzt ja auch Set Booster sind. Okay, fangen direkt an mit einem Vollgebirge. Zack. Dann kommen wie immer Comments und Uncomments, die uns eine Geschichte erzählen, die kein Mensch durchblickt. Okay, jetzt geht's ab. Slogurk, der Überschleim. Slogurk ist auch der Hammername schlechthin. Und der Vollritualwächterin. Ja, das ist wohl keine Listenkarte. Ich bin gespannt. 30 Versuche haben wir. Ganz klarer Auftrag. Renin 7, Meathook Massacre. Als ich das letzte Mal einen ganz klaren Auftrag hatte, das war Strixhaven. Und da muss ich sagen, habe ich auch geliefert. Ist das eigentlich Coldfoil? Also die Standardländer sehen aus wie Coldfoil tatsächlich. Jedenfalls das Feuerland hier. Oh, Zwang. Sehr cool. Eingesperrter Friedhof ist auch eine gute Karte, wenn man Limited spielt. Abendliches Gelage, Karte, die der Prof empfiehlt. Reiterin des Sonnenaufgangs, auch im Limited, wohl ganz angenehm. Und dann haben wir die erste Mythic Rare aus den Commander-Karten. Wilhelt, der Fäule-Hacker. Als Rare Flut der Erinnerung wird auch definitiv gerade im Is It Control, Is It Dragons gespielt. Und Tavernschlägerin. Und auf der Rückseite Tavernzerstörerin. Und da, ihr habt es schon gesehen. Walking Archive. Die erste Karte aus der Liste, aus Dissension. Und das ist eine Rare? Ne, ist eine Kammer. So, Liste fängt schon mal gut an, ist auf jeden Fall eine Rare. Preis kann ich gerade auswendig gar nicht sagen. Aber eine Rare aus der Liste. Ist schon mal was Feines. Hier haben wir die zweite Insel. Okay, das hier hat doch definitiv was mit Zombies zu tun. Kerzenhainhexe und das quakende Gegenstück. Da muss man eigentlich auch mal ein bisschen Wertschätzung entgegenbringen. Das hat was, ne? Es ist ein Frosch auf einer Ente. Oder auf einem Schwarm. Heiligmacherin des Celestus und zweite Karte von der Liste, auch Ravnica Block, Golgari Thug. Und schön, sie haben es immer noch nicht geschafft, die Listkarten auf Deutsch anzupassen. Wobei manchen Leuten es scheinbar einfach wichtig ist, deutsche Karten zu haben. Und trotzdem kriegen sie die Listkarten auf Englisch. Friedhofseindringling, Friedhofsgierschlund, Vollfelssturztal, Voll Rare diesmal sogar, und Tag-Nacht-Token. Ja, der Dual-Cycle ist okay, ne? Also ist jetzt, ja, kommt halt getappt ins Spiel. Außer das und das passiert. Hier haben wir eine Foil-Insel, auch sehr schön. Knurrender Wolf. Der allesfressende Glibber. Passt gut zu Slogurk, unserem Schlamm. Erste richtige Mythic Rare aus dem Set, nicht aus Commander. Ritual der Hoffnung. Und kauft Secret Lair. Fortnite. Oder Stranger Things. Oder Street Fighter oder Walking Dead, bald auch Simpsons, Rick and Morty, alles, was euer Herz begehrt. World of Warcraft, denke ich, kommt auch bald. Morgenlicht Verjüngerin,
Fluch, das sieht so widerlich aus. Fluch der Überwachung. Was soll das? Und ja, klar, dahinter haben wir direkt noch ein Auge, ein Homunculus. Und Magic Minigame Nummer 1 von 5. Ich habe das Set übrigens bisher nur ein paar Mal bei Arena gespielt. Hier haben wir Jerren, korrumpierten Bischof, als Gold-Signature-Karte. Kommt zur Liste einfach. Und also ich habe es ein paar Mal, das ist eine gute Common, habe es ein paar Mal bei Arena gespielt. Gefällt mir ganz gut. Ich habe es auch Limited gespielt, also sprich gedraftet bei Arena. Verlassener Strand. Unermüdlicher Schlepper, okay, sieht mega cool aus. Also diese Alternate Art Karten, Showcase Frame, wie auch immer man sie nennt, in voll, wunderhübsch. Und bei Arena gefällt es mir richtig gut. Und es passt ja auch gerade thematisch. In einem Monat haben wir Halloween. Und in einem Monat und 10 Tagen kommt dann auch schon das nächste Set. Also... Und sie weiß schon, wie man Geld verdient, so im Spätherbst. Leonor, die Herbstmonarchin. Zweite Karte aus Commander, die auch eine Mythic ist. Dann haben wir Augurin des Herbstes. Den loyalen Dommelgreif. Und Werbung. Also das war gerade ein schönes Set-Booster. Mythic Rare, Rare und eine voll eine schöne. Das Hammer-Booster ist natürlich... Mythic Rare, Rare, Foil Rare oder Foil Mythic Rare und auch noch irgendwie ein Snapcaster Mage von der Liste. Dann muss man, glaube ich, aufhören. Wenn das passiert, darf man nicht mehr weitermachen. Wald. Cummins, raus damit. Sieg über die Horde. 8 Mana, klar. Achso, kostet ja auch weniger, wenn man mehr Kreaturen hat. Verrat des Rudels und Magic Minigame Nummer 1 von 5 nochmal. Ich sage das übrigens immer nur so laut, weil ich weiß, dass MTG Blackset... Gute Bekannte, den ihr schon ein paar Mal hier auf diesem Kanal gehört habt wahrscheinlich, der sammelt nämlich diese Minigames. Und deswegen sage ich es einfach nur, weil wenn ich alle 5 zusammenkriegen würde, wüsste er, an wen er sich wenden kann. Vision des Grauens, Commander Rare, alter Knochenspreizer, Sturmreitergeist und die Karte benutzen tatsächlich einige Leute für ihre Mana-Base im Commander, habe ich gehört. Teferi Who Slows the Sunset. Leider nur als Artkarte. Dann haben wir die große Verlockung. Das sind wieder die 9 Katzen hier, die so ein Stück Fleisch essen. Der Lunarchen-Veteran. Und Magic Minigame 2 von 5. Oh, 1 von 5 und 2 von 5. Das hier ist Secret Delver. Quatsch. Delver of Secrets, heißt der so? Geheime Stöberer, ja. Voll Sumpf. Dann haben wir Jadar, Ghoulrufer aus Nephalen. Spektraler Widersacher, Mythic Rare Nummer 4 schon. Und wieder Morgenlichthüterin, wunderschön. Kann ich nur so wirklich weitergeben, wie ich es hier sehe. Die sehen sehr schön aus. Und Stigma Lasher. Aus ist das Morning Tide. Oh, 2008 müsste Morning Tide so, also Lorwyn Circle sein. Zweite Rare bereits aus dem Listenslot. Wir wissen ja, wir können ungefähr 7-8 Karten erwarten. Okay, krass. Zweite Gold Signature Karte und zwar ist das Ludewig, das Nekrogenie. Haben wir hier ein Gebirge. Es geht weiter mit Rem Carolus, dem unverzagten Jäger und einem Vorratskammer-Zombie in Foil. Kein Vergleich zu den Showcase-Foils. Die sind wirklich gelungen. Erinnere mich sehr an Kaltheim, habe ich ja schon mal gesagt. Aber nichtsdestotrotz gelungen. Ein Foil-Wald. Die Foil-Länder sind ja auch ungefähr ein Euro wert. Ne? Also die sind schon ziemlich geil. Mal gucken, ob die sich halten. Es werden ja immer mehr Produkte geöffnet. Gibt es ja erst seit einer Woche, 10 Tagen. Dornstrauch, Sucherin. Okay, und könnt ihr es schon sehen? Teferi in Voll. Teferi, Verlangsamer der Dämmerung. In Voll. Es hat sich doch gelohnt. Guck mal hier. Mache ich dir direkt in eine schöne Hülle rein.
Sieht auch geil aus. Teferi, Verlangsamer der Dämmerung. Wie machen die Italiener? Oh, so machen sie nicht. Das wollte ich tun. Das kann ich auch hier anlegen. Ja, sehr schön. Foil Mythic, Teferi. Nicht Random 7, nicht Meetong Massacre, aber ich glaube, Teferi in Foil ist auch, lass mich lügen, würde sagen, um die 20, 25 Euro wert. Quakendes Gegenstück, Leuchtfeuer der Hoffnung und Johnny Depp und ein Homunculus. Krass, direkt eine Foil Mythic und dann auch so eine gute und nicht eine von diesen Mistdingern, die da rumfliegen. Das hat sich doch schon wieder gelohnt, würde ich sagen. Morgenlicht-Mentoren, die Maske von Grieselbrand, dann haben wir das unnatürliche Mondlicht und Magic Minigame 3 von 5. 1, 2 und 3. Auf Deutsch, muss ich dazu sagen. Alle drei auf Deutsch. Gebirge. Gisa, die glorreiche Erweckerin. Sigardische Retterin, Mythic Rare Nummer 6. Morgenlichthüterin und nichts. Ja, okay, also das ist schon wieder... Ich würde sagen, du musst mir jedes Mal eine Ansage machen. Letztes Mal das Adventures in the Forgotten Realms Set Display war leider nix, aber ich meine, da was zu treffen ist halt auch richtig schwer. Hier haben wir den bösartigen Einsiedler, aus dem Keller kriechenden Voll und Werbung. Also bei die Set war es richtig schwer, was zu treffen. Hier es ist es fast genauso schwer, aber ich würde sagen, ich habe meinen Job gut gemacht. Nach dem Video werde ich mir nochmal auf die Schulter klopfen, denke ich. Jawohl. Also spätestens jetzt könnt ihr ausmachen, besser wird's nicht. Alle in Hoffnung des Rudels. Und das Schöne ist, ja, auf der Rückseite ist noch ein Werwolf. Arlen, Wut des Mondes. Legendäre Planeswalkerin Arlen. Dann haben wir noch ein Geheul der Jagd und eine Platzhalterkarte. Achso, ihr fragt euch, wie viel Mythic Rares? 1, 2, 3, 4, 5, 6 normale und eine voll. Das ist eine Frechheit, ich weiß. Ich kenne von Leuten von euch, die haben Setbooster aufgemacht, das war dann 50 Euro wert. Das hier wird seinen Einkaufspreis definitiv wieder erreichen. Geheimnisstöberer, gute Karte. Das entflammende Engelsfeuer. Dickichtrüstung und ein Vogeltoken. Ehrlich gesagt warte ich jetzt nur auf die Minigames 4 und 5. Das ist mein Ziel für dieses Setbooster-Opening. Minigames 1 bis 5, alle in einem Display. Ich weiß nicht, ob Daniel damit auch so zufrieden ist. Pithing Needle, Lähmungsnadel, sehr schön. Wer die braucht übrigens für irgendwelche Eternal-Formate, Commander, Legacy, Modern, kauft die jetzt. Die kostet noch nicht mal einen Euro und ist einfach ein Staple. Ah, guck mal hier. Offiziell lizenziertes Zubehör könnt ihr kaufen. Erkundige dich in deinem Store danach. Mann. Ich lese übrigens auch in Speisekarten von Restaurants, suche ich auch Fehler. Also beim Dönermann bin ich auch immer happy, wenn ich einen Fehler finde. Im Setbooster, offiziell Marketingmaterial, fände ich es nicht so geil. So, weiter geht's. Geistflammenreservoir. Kerzenfalle. Ja, ist klar. Ist klar. Entreat the Angels. Create X Angel Creature Tokens with Flying. Mythic, Modern, was ist das? Modern Masters 3? Modern Masters 2017 dann? Krass, also ich leg's mal hier hin, aber wir haben jetzt 1, 2 plus 6, 8 Mythic Rares, 2 Rares von der Liste, eine Mythic Rare von der Liste. Wenn hier jetzt noch Snapcaster Mage kommt, dann ist das wirklich das Display des Jahrhunderts. Das dritte Land, Spukender Bergkamm. Wo war's? Hier. Dürstender Blutsauger und Magic Minigame. Leider nochmal Nummer 1. Nicht die 4 oder 5 gezogen. Eins haben wir jetzt schon dreimal. Das heißt, wir haben 5 Minigames tatsächlich in diesem Display gehabt. Gebirge in voll. Sieht immer noch super schön aus. Ja. Vren und 7. Herzlichen Glückwunsch. Ich hab die schon ausgeschaltet. Wenn nicht, dann macht jetzt aus. Besser wird's halt definitiv nicht mehr. Maske der Heckenhexe. Ah, Magic Minigame Nummer 1. Das macht mich unglücklich. Muss ich Ren and 7 auch in so einen Sleeve packen? Ich glaube, die Karte kostet auch 25, 30 Euro. Ja,
Gern geschehen. Obwohl du es nicht verdient hast nach deiner Fabled und den ganzen Legendaries, die du in Flesh and Blood gezogen hast, gönne ich es dir trotzdem. Ja, monatelanger Support zahlt sich halt aus. Ich danke dir ganz herzlich und zahle hiermit zurück. Was hältst du davon? Aufgepropfte Identität, Return to Nature und ein Necrotic Sliver aus Plane Chase, Planar Chaos von der Liste. 1, 2, 3, 4, 5 Karten haben wir schon aus der Liste. Tendenziell bräuchten wir noch 2 bis 3, um den Schnitt zu erreichen. Verlassener Sandstrand in Fullart. Ernte der Guruferin. Auto. Oh Gott. Auto. Aufopferung. Und Sekulärwerbung. Kauft Sekulärs. Bald auch in deinem Internet. So, vier Pakete haben wir noch. Da geht noch einiges. Also, das hier ist. Vielleicht nicht das Display des Jahrhunderts, aber des Jahres. Ludewig, das Nekrogenie. Florian, Voldarin, Nachkomme in Foil. Und Mythic, nein, Destroy Target Non-Spirit Creature. Für dich als alten Schwarzspieler natürlich genauso schön wie Vrennon 7. Listkarte Nummer 6. Die Liste hat uns verwöhnt, zumindest von den Raritäten her. Leider nicht die, die ich jetzt angekündigt habe, ne, die wir ziehen wollen. Aber wir haben noch Tovolas Jagdmeister, Geheimnisse des Schlüssels und eine Platzhalterkarte. So, zwei Booster noch, Daniel. Ich weiß nicht, ob du schon ausgeschaltet hast, aber herzlichen Glückwunsch. Und an alle anderen, Support ist kein Mord und zahlt sich aus, weil dann ziehe ich nämlich auch mal die guten Booster aus meinem Regal und nicht immer nur die Repacks. Jardar, Ghoulruferin aus Nephalin in Foil Rare. Und kauft Zirkulärs. Letztes Booster. 17 Minuten. Einmal schön entspannt hier durchgegangen. Obwohl wir schon die ganzen Commons im Ankommen skippen. Das sieht wunderschön aus. Die behalte ich. Okay, Daniel, diese Karte. Das ist Erlin, Hoffnung des Rudels. Als Alternate Art, glaube ich. Gebirge. Evolving Wilds nochmal. Hundezähmer. Sehr schön. Nochmal Hundezähmer. Sehr schön. Triskai de Kafil, das ist die Karte, die man im Bundle als Alternate Art bekommt. Den berittenen Schreckensritter und ein Ancient Den. Tatsächlich Listkarte Nummer 7. Congrats und ciao.